qualified. Das Video beschreibt die kriminellen Aktivitäten in New York sowie das Eingreifen einer albanischen Organisation, die die etablierten Strukturen ins Wanken brachte. Die Five Families, oder fünf Familien auf Deutsch, sind eine Vereinigung von fünf italo-amerikanischen Mafia-Familien, die sich im Bundesstaat New York, insbesondere in New York City, niedergelassen haben. Als feste Bestandteile der amerikanischen Cosa Nostra kontrollieren sie große Teile der organisierten Kriminalität. Diese Familien bestehen aus den Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese und Lucchese-Familie, deren Einfluss nicht nur auf New York, sondern auf das gesamte Gebiet der USA ausgedehnt war. Nach einer gewissen Zeit wurde jedoch immer wieder eine sechste Familie erwähnt, die Rudai-Organisation, auch bekannt als The Corporation. Alex Rudai ist ein albanischer Staatsbürger und wanderte aus Montenegro in die USA aus, mit dem Ziel, dort ein besseres Leben aufzubauen. Doch stattdessen nahm er einen falschen Weg. The Corporation war eine Gruppe von Immigranten, die die Unter- und Mafia-Welt von New York aufmischen wollte. Sie gingen in die örtlichen Bars, die anderen Mafia-Familien gehörten, und verlangten Schutzgeld. So etwas hatte sich bis dahin noch niemand getraut, da die großen Mafia-Familien das Sagen in der Unterwelt von New York hatten. Tatsächlich wurden die albanischen Immigranten zu einem Problem für die italo-amerikanischen Mafia-Familien. Die Mitglieder von The Corporation drangen wahllos in Clubs und Bars ein, verprügelten und bedrohten die Besitzer und forderten Geld. Ihre Geschäftszweige umfassten Schutzgeld, Erpressung, Rotlichtgeschäfte und Glücksspiel. Inspiriert wurden sie dabei von alten Mafia-Filmen wie Scarface oder Der Pate. Auf den Straßen von New York erlangten sie schnell einen berüchtigten Ruf und wurden sofort als äußerst gefährlich angesehen, da sie ohne Skrupel vorgingen. Ihre Vorgehensweise war simpel. Sie stiegen aus dem Auto aus, zogen ihre Waffen und bedrohten die Menschen. Bald darauf folgten die ersten Anklagen gegen einige Mitglieder dieser Organisation, angefangen von Bankbetrug bis hin zum versuchten Mord. Nach der Verhaftung von John Gotti, dem Anführer der Gambino-Familie, und dem vorübergehenden Mangel an Führung, versuchte sich Alex Rudai mit seiner Organisation als sechste Familie in New York zu etablieren. Er strebte danach, ebenso groß zu werden wie die etablierte Mafia in New York. Bis zu diesem Zeitpunkt galt es als undenkbar, dass eine kleine Bande von Einwanderern aus dem Balkan sich mit den mächtigen Mafia-Familien der Stadt anlegen würde. Sie hatten jedoch Erfolg. Schnell machten sie sich einen Namen und begannen daraufhin mit der Gambino-Familie zusammenzuarbeiten. Zunächst waren sie lediglich ihre Handlanger und trieben beispielsweise Schutzgelder ein, was ihnen beträchtliche Gewinne einbrachte. Doch The Corporation und Alex Rudai strebten natürlich nach einem größeren Anteil am Profit. Ihr Ziel war es, als unabhängig angesehen zu werden, und sie entwickelten rasch legale Unternehmen zur Geldwäsche. Sie betätigten sich auch im Immobiliengeschäft und besaßen zahlreiche Mietobjekte, von denen sie Miete kassierten. So übernahmen sie die Strukturen der Mafia. Angeführt von Alex Rudai, auch bekannt als Onkel Rudai, wurden seine Stellvertreter und Partner Nardino Coloetti, auch bekannt als Lenny, und Nicola Dedai, auch bekannt als Nicky Nails. Später rekrutierten sie, ähnlich wie die italienische Mafia, hochrangige Mitglieder wie Lusa Nukulovic, Prenka Ivezai und Angelo Di Pietro. Schnell rekrutierte Rudai auch neue Mitglieder und Schläger für seine Gruppierung. Sie begannen Glücksspielbetriebe in der Bronx, Westchester County und Queens für die Mafia zu betreiben. Doch bald eskalierten die Auseinandersetzungen und sie begannen, Menschen zu ermorden. Mit ihrem zunehmenden Verlangen nach größeren Anteilen am Gewinn wurden sie für die italienische Mafia zu einem Problem. Ihre Einnahmequellen waren vielfältig und brachten beträchtliche Gewinne ein.
Innerhalb von nur 10 Jahren gelang es Rudai und seiner Organisation, an die Spitze der amerikanischen Unterwelt aufzusteigen. Jahrelang waren sie die Handlanger der Mafia-Familien, doch von diesem Zeitpunkt an wurden sie zumindest gleichgestellt, da die Albaner als neue sizilianische Mafia angesehen wurden. Ihre extrem gewalttätigen Methoden machten es den italienischen Mafia-Familien immer schwieriger. Rudai wurde als Herausforderer der Mafia angesehen. Sie gründeten eine Firma namens Morris Park Games, hinter der sich The Corporation verbarg. Sie erwarben und vermieteten Glücksspielautomaten, insbesondere Pokerautomaten, und strebten mit aller Entschlossenheit danach, in diesem Geschäft Fuß zu fassen. Um einzusteigen, mussten sie in Gebiete vordringen, die unter der Kontrolle der Mafia standen. Ein bisher unbekanntes Vorgehen. Nachdem sich Alex Rudai von der Gambino-Familie losgelöst hatte, begann die erste Konfrontation mit einem Mitglied der Bonanno-Familie. Nach einem Streit über Autodiebstähle eröffneten Alex Rudai und Nardino Coloetti das Feuer auf dieses Mitglied. Da das Opfer überlebte, konnte er die beiden Schützen identifizieren. Sie waren sich bewusst, dass die italienische Mafia Vergeltung üben würde und warteten gespannt auf diesen Racheakt. Während sie immer mehr Bars und Geschäfte übernahmen, erwarteten sie einen offenen Krieg mit der Mafia, doch dieser blieb aus. Was ist deine Meinung dazu? Warum hat sich die Mafia, die bisher das Sagen hatte, nicht gerecht? Es wird vermutet, dass die Mafia zu diesem Zeitpunkt nicht über ausreichend Mitglieder und Durchschlagskraft verfügte, um es mit den Albanern aufzunehmen. Es war auch eine taktische Entscheidung, da jeder Akt der Rache die Aufmerksamkeit der Fahnder und der Polizei auf sich ziehen würde. Im Jahr 2002 verwandelte sich Rudai von einem armen Einwanderer zu einem Selfmade-Millionär. Die Gambino-Familie plante, sich mit den Albanern zu treffen und vereinbarte ein Treffen an einer Tankstelle. Der damalige Mafia-Pate der Gambino-Familie hoffte auf ein vernünftiges Gespräch. Doch die Albaner hatten andere Pläne. Als sie aus ihren Fahrzeugen stiegen, waren sie bewaffnet und richteten ihre Waffen auf die Zapfsäule. Sie drohten, dass bereits die kleinste falsche Bewegung ausreichen würde, um die gesamte Tankstelle in die Luft zu jagen. Die Gambino-Familie stellte jedoch nicht das größte Problem für die Albaner dar. Die Ermittler hatten sie nämlich ins Visier genommen und begannen, Informanten im Rahmen der Operation Trojanisches Pferd einzuschleusen. Auf diese Weise erlangten sie wertvolle Informationen über The Corporation. Die Ermittler bezahlten griechische Informanten und statteten sie mit Abhörgeräten aus, die sie in Alex Rudais Bars platzierten, um Informationen zu sammeln. In zahlreichen Tonmitschnitten erfuhren die Ermittler, wie The Corporation vorging und sammelten belastendes Material für eine Anklage. Doch das allein reichte nicht aus. Sie schafften es, ein Mitglied aus der Führungsebene zu drehen und brachten ihn dazu, gegen The Corporation auszusagen. Im Jahr 2004 erhob die US-Regierung Anklage gegen die gesamte Organisation. Zunächst forderten die Mitglieder der Organisation einen Freispruch. Doch im Laufe der Zeit brachen einige Mitglieder ein und sagten gegen die Organisation aus. Diese Aussagen, zusammen mit den zahlreichen Mitschnitten von Telefonaten, führten letztendlich zum Untergang des albanischen New York Königs und seiner Organisation. Die Anklageliste war umfangreich und reichte von Betrug bis zum Mord. Diese Verbrechen wurden der Organisation The Corporation im Jahr 2004 vorgeworfen. Alex Rudai selbst wurden kriminelle Machenschaften wie illegales Glücksspiel, Prostitution und Mord zur Last gelegt. Er wurde 2006 zu einer Haftstrafe von 27 Jahren verurteilt. Wie ist deine Meinung dazu? Sind die 27 Jahre gerechtfertigt oder sollte diese Strafe länger sein? Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und eure Meinung in den Kommentaren zu teilen. Abonniert meinen Kanal, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.